Wusstet ihr, dass Bad Piggies 2 erschienen ist? Und das ist jetzt keine Mod oder kein Fangame oder so, sondern es ist das offizielle Bad Piggies 2. Ihr findet es noch nicht im deutschen App Store, denn es ist nur für wenige Regionen aktuell weltweit verfügbar. Dazu zählen die skandinavischen Länder. Ich glaube, Polen gehört noch dazu. Und ich habe es aber tatsächlich auf meinem iPad installieren können, weil ich ein bisschen rumgetrickst habe mit den Regionen des App Stores. Und deshalb möchte ich heute gemeinsam mit euch gucken, was ist Bad Piggies 2? Taugt das was? Und kann man damit Spaß haben? Und wenn es dann irgendwann mal bei uns released, solltet ihr es euch holen oder nicht? All die Fragen beantworten wir heute. Und ich starte das wunderbare Spiel. Und wir schauen einfach mal, was passiert. Wunderbar, Freunde. Da wären wir in-game. Und wir sehen, dass es auf jeden Fall komplett anders aussieht, als wir es zumindest aus Bad Piggies 1 kennen. Übrigens, falls ihr es nicht wusstet, ich habe komplett Bad Piggies 1 auf dem Kanal hier Let's Played. Mit, glaube ich, 15 bis 20 Folgen, glaube ich. Oder waren es nur 10? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich Bad Piggies 1 sehr viel gespielt. Und ich freue mich natürlich umso mehr, Bad Piggies 2 zu zocken. Ihr seht, ich habe das erste Level schon abgeschlossen. Das war das Tutorial-Level. Ich musste natürlich gucken, ob es technisch funktioniert. Aber es ist recht simpel, Freunde. Das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen. Da glaube ich an uns. Und wie gesagt, denkt dran, das ist jetzt aktuell noch eine Pre-Early-Version. Die ist noch nicht komplett fertig. Aber was natürlich massiv ins Auge springt, Freunde, ist die Grafik. Wir bauen jetzt erstmal hier so unser wunderbares Auto. Ich mache mal hier so eins in den hohlen Raum. Da kommt dann immer unser Schweinchen rein. Und dann geht das Ganze auch schon los. Wir aktivieren unten in der Ecke Auto und es geht los. Aber wir müssen über eine Sache selbstverständlich sprechen, Freunde. Und das ist der Grafikstil. Ohne Frage. Das wird mit Abstand der größte Kritikpunkt an diesem Spiel sein. Nein, nein, nein. Das ist jetzt... Das ist nicht dein gottverdammter Ernst. Ich habe das erste Level verkackt. Okay, Freunde, ich baue mein Auto 4 Blöcke lang, in der Hoffnung, dass das Ganze dann besser funktioniert. Aber ja, der Grafikstil ist auf jeden Fall oder wird der größte Streitpunkt sein. Während die in Bad Piggies eben noch diesen sehr schönen 2D gezeichneten Comic-Stil haben, wird jetzt hier auf den dreidimensionalen Stil zurückgegriffen. Ich glaube, aus der Fernsehserie und aus dem Film und allem drum und dran. Und jetzt haben wir das Ganze geschafft. Sehr schön. Ich finde, man gewöhnt sich dran. Ich würde trotzdem meiner Meinung nach den von Teil 1 auf jeden Fall präferieren. Aber ich finde, der Grafikstil wird ein Tick zu viel gehatet. Ich finde, man kann damit sehr viel Spaß haben und man gewöhnt sich vor allem recht schnell dran. So, und jetzt gehen wir ins zweite Level und gucken mal, das ist jetzt komplett blind, was es zur Hölle hier zu tun gibt. Okay, wir müssen von oben runter. Wir müssen so schlangenlinienförmig runter. Alles klar. So, und das sieht doch eigentlich recht idiotensicher aus, oder? Ich weiß nicht genau, was das für ein Hebel ist. Ich glaube, der macht Sachen an und aus, wenn ich das richtig verstehe, aber... So ganz kapieren tue ich es noch nicht. Wir bauen jetzt einfach hier so ein Auto. Was genau macht der Hebel? Ah, das ist Vorwärts- und Rückwärtsgang. Ich verstehe. So, und jetzt quasi gehen wir in den Rückwärtsgang. Und jetzt fahren wir automatisch in die andere Richtung. Und jetzt wechseln wir wieder den Gang. Ah, das ist spannend. Das ist sehr, sehr, sehr spannend und easy peasy. Kommen wir durch das zweite Level. Sehr schön. Oh, Level Up. Sehr schön. 5 Gems. Was natürlich auch auffällt, wir haben ein Energiesystem. Das heißt, wir können nicht so lange zocken, wie wir wollen, sondern wir müssen warten, bis sich diese Energie über Zeit wieder aufgeladen hat. Oder wir investieren ein bisschen Echtgeld-Money, um unsere Energie wieder aufzuladen. Ne? Ein Boost von 550 Energie, das ist quasi eine doppelte Tagesration, glaube ich, kostet 180 Gems. Und 180 Gems, Freunde, sind circa 2,50. Also 2,50 zu verlangen, nur damit man etwas länger zocken kann. Na, wenn man mal ein bisschen reinsuchten will. Na, wirkt ein bisschen geldgierig. Aber wenn das Spiel Spaß macht, dann kann man ja sich immer wieder darauf freuen, wenn sich seine Energie über Zeit aufgeladen hat. Die Energie lädt sich natürlich auch über Zeit wieder auf. So, okay, hier müssen wir fliegen, glaube ich. Das wirkt sehr danach, als ob wir hier fliegen müssen. What the hell? Kann ich die nicht miteinander verbinden? Hä? Aber es ergibt doch gar keinen Sinn. Also, ich habe doch hier zwei getrennte Wagen. Okay, Leute, ich lasse jetzt den hinteren Wagen komplett in Ruhe. Ich weiß nicht, was der macht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich gebe jetzt einfach mal Vollgas. What the freaking hell is going on? Was ist das für ein Level? LOL!
Die Flaschen fungieren als Verbindungsstück. Das erklärt natürlich so einiges. Das war im ersten Teil natürlich nicht so, Freunde. Okay. So, jetzt passt mal auf. Dann düsen wir jetzt. Dann zünde ich jetzt hier mein Nitro. Zack. Und ich sterbe. Nein. Ich habe ihn noch ganz knapp ins Ziel gerettet. Let's go. Flaschen haben eine ganz neue Funktion bekommen. Die sind nicht nur reiner Antrieb, sondern können auch eine Verbindung sein. So, hier müssen wir nach oben kommen. Ne? Start, dann einmal oben drüber und dann ins Ziel. Wir brauchen einfach viel Tempo, habe ich das Gefühl, ja. Aber warum genau, das verstehe ich jetzt noch nicht ganz, warum haben wir da jetzt immer noch diesen Richtungswechsler dabei? So, warum ist der mal an Bord? Was ist seine Mission? Ah, weil wir jetzt sogar die Richtung wechseln müssen. Okay, Freunde, ich verstehe. So, Tempo. Hey, easy. Gar kein Stress. So, Level 5. Okay, da müssen wir jetzt schon deutlich mehr machen. Aber es ist ja immer noch weitestgehend vorgegeben, ne, was wir tun müssen. Ich setze mal unseren Kollegen hier in die Mitte. Dann mache ich einen Heckantrieb. Und wir machen noch einen doppelten Flaschenantrieb. Ich weiß nur nicht, ob der in beide Richtungen feuern muss. Nee, ich glaube nicht. Schauen wir, was passiert. Wir haben ja einen Antrieb mit dem hinteren Rad. Oh, das ist nicht gut. Ich gehe kaputt, ne? Ja. Aber wir können auch unsere Flasche zünden. Nein, das hat gar nicht funktioniert. Okay, ich habe das Gefühl, wir müssen langsamer werden. Ich höre jetzt schon auf zu beschleunigen. Ich habe keine Beschleunigung auf meinem Gefährt. Genau, weil dann können wir nämlich easy darunter. So, jetzt lasse ich den zurückrollen. Fange jetzt wieder an, Gas zu geben. Mechanisch. Mach jetzt hier Turbo. Ja. Easy. So, Freunde, und diese Early-Version, die es davon gerade im Store gibt, hat aktuell 56 Level. Falls ihr sagt, Hübi, ich will auf jeden Fall sehen, wie du all die 56 Level spielst, ihr wisst es doch, Freunde. Dann lasst mich das gern über Kommentare oder Daumen nach oben oder Abos wissen, denn wenn ich merke, okay, ihr habt Bock auf diesen ganzen Bad Piggies 2 Stuff, weil ich hab ein bisschen Spaß daran, so ein bisschen, dann mache ich das gerne für euch weiter. Aber wenn ihr sagt, oh nee, Hübi, komm, Bad Piggies, lass es einfach, ist auch in Ordnung. Ne? Ich achte da so ein bisschen drauf, worauf ihr Lust habt. So, oh, hier müssen wir mit ganz viel Tempo, wir müssen einfach richtig viel Tempo aufbauen. So, wir bauen uns wieder den gewohnten Wagen. Das ist exakt das gleiche wie davor. Wir bauen uns exakt den gleichen Wagen wie davor. Aber wir brauchen jetzt volle Ladung Tempo. So, wir düsen nach unten. Flasche it in. No! Shit. Okay, Freunde, wir lassen ihn fahren. Wir lassen ihn fahren und zünden erst jetzt die Flasche. Genau, dass wir besser nach oben beschleunigen. Jawollo, wir sind nicht mal kaputt gegangen. Holy shit. Da wird die Dose geöffnet. Und da haben wir wieder ein wunderbares Level up mit 5 Gems. Das schmeckt, Freunde. So, und dann gibt es auch noch eine Sache, über die wir noch nicht geredet haben. Die müssen wir jetzt auch noch adressieren. Denn man hat jetzt pro Level nur noch 10 Versuche. Warte mal, wir müssen hier geradeaus, aber eher langsam. Wir müssen kontrolliert geradeaus fahren. Ihr seht das oben in der Ecke. Da ist eine 10. Und das bedeutet, glaube ich, ich habe das noch nicht ausprobiert, aber ich vermute, wenn man 10-mal neu startet, gilt das Level quasi als gescheitert und man muss 5 neue Energie einsetzen, um 10 weitere Versuche zu bekommen. Ja. Finde ich auch nicht so geil, weil das mildert ein bisschen die Experimentierfreudigkeit, so nach dem Motto, ach komm, ich probiere mal verrückte Autos, wenn die scheitern, kack doch drauf. Weil jetzt ist so, ah, jeder gescheiterte Versuch zwingt mich näher dazu, neue Energie einzusetzen, die ich täglich nur begrenzt zur Verfügung habe. Finde ich nicht so nice, aber ist wahrscheinlich zwanghaft notwendig, wenn man dieses Energiesystem fahren will. Na, kann man nichts machen. So, es ist wie immer, Freunde, dasselbe Auto. Es ist aktuell immer das gleiche Gefährt, mit dem wir von A nach B düsen. Aber wir müssen jetzt sehr unsere Geschwindigkeit kontrollieren, damit wir nicht gegen die Decke donnern. Na, deswegen höre ich jetzt hier schon auf, Gas zu geben. Genau. Dann geht es nämlich da runter. Dann kann ich den Schwung hier mitnehmen. Ja. So, hier soll ich meine Flaschen zünden, ne? Das ist ja mal mega cool, dass das da eine mit so einer Art Ampel angezeigt wird. So, und jetzt, ich höre jetzt mal auf, Gas zu geben. Was passiert jetzt? Ah, man slidet einfach ins Ziel.
Ich wollte gerade sagen, wie sollen wir denn jetzt wieder auf die Reifen kommen? Gar keine Chance. So, aber das läuft, Freunde. Das läuft sehr gut. Okay, neues Setting. Ich muss mittlerweile wirklich sagen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber an den Grafikstil habe ich mich jetzt schon komplett gewöhnt. Also, ich finde den Grafikstil not bad. Das ist nur das erste Mal gucken war so, Aber jetzt finde ich, ist das, geht das voll fit? Also, ich mag den Grafikstil. Wirklich, ehrlich. Okay, wir haben unten Reifen. Okay, das ist, glaube ich, recht eindeutig, was man hier tun muss, ne? Wir müssen quasi hier so ein Verbindungsauto bauen. Ich hoffe nur... What the hell? Die halten das aus, ne? Bro, was ist das für ein Gefährt? Was ist das für ein Gefährt? Aber es ist tatsächlich, also man kommt tatsächlich weiter als gedacht. Also, das hat mehr Power. So, über die Bergkuppe kommen wir auch drüber. Sehr schön. Ich zück jetzt mal mein Nitro. Nein! Ich bin gekippt. No! Okay, Freunde. Ich probiere mal was anderes. Kann ich die auch als Eckverbindung nehmen? Ich kann die auch als Eckverbindung nehmen. Ich glaube, das ist eine deutlich sinnvollere Konstruktion. Oder? Mal schauen, wie weit wir kommen. Ja, weil die... Beine, sage ich mal, von dem Auto jetzt nicht mehr so ultra krass einknicken. Das macht das tatsächlich ein bisschen agiler. Wir brauchen nicht mal die Flaschen. Let's go! Was für ein geiles Gefährt. Aber warte mal. Das Level besteht jetzt aus zwei Abschnitten. Okay, dann sind es eigentlich prinzipiell nicht 56 Level, sondern tendenziell sogar noch mal mehr Level. So, ich bleibe, glaube ich, bei diesem Auto. So, aber das ist natürlich schwerer, das dann immer mit 10 Versuchen zu schaffen. Also solche Level verbrauchen dann... Oh, no! Solche Level verbrauchen dann natürlich mehr Energie, wenn man es nicht in 10 Versuchen schafft. Ich mache jetzt mal hier Vollgas. Ja? Ja? Let's go! Good one. So, ich würde sagen, zwei Level machen wir noch, ne? Warte mal. Wir starten recht weit oben. Dann mal, können wir das nochmal angucken, bitte? Wir müssen einfach nach hinten. Wir müssen einfach nach hinten düsen. What the hell? Warte mal. Ah, aber ich habe hier... Ich habe jetzt hier eine Flasche, die mich nach vorne... zwanghaft nach vorne schleudert. Was ist denn jetzt hier gefordert? Ich habe beim besten Willen keine Ahnung, ob das funktioniert. Okay, ich muss beschleunigen. Ich habe keine andere Wahl. Aber wie soll ich denn dann ins Ziel kommen? Was passiert, wenn ich das einfach so mache? Wenn ich mich gar nicht um diese Flasche kümmere, sondern einfach losrolle. Das... Holy shit. Ist das wirklich das Rätsels Lösung? Also unser Schwein ist unterwegs. Unser Schwein ist unterwegs. Als ob das die Lösung ist. Okay, wir starten oben und müssen einfach nach unten kommen. Und wir haben wieder die Flasche, die uns in die falsche Richtung feuert. Was passiert, wenn ich jetzt einfach wieder Gas gebe? Okay, jetzt hebt mir der Schwung. Oh mein Gott. Weil ich jetzt eine Kiste herangepackt habe, habe ich mehr Schwung. No fucking way. No fucking way! Was ist das für ein scuffedes Level? Okay, aber hey, soll mir recht sein. Soll mir, geschafft ist geschafft. So, und jetzt die finale Challenge. Wir müssen einfach nur den Berg nach oben kommen. Ja, das müsste doch eigentlich ganz gut machbar sein, oder? Ich meine, wir haben motorisierte Reifen. Wir haben mehr als genug Flaschen. Das sollte doch gar kein Problem sein. Oh, ich glaube, ich habe meine Flaschen zu früh gezückt, oder? Nee, alles gut. Hä? Was zur Hölle ist das für ein Level? Das ist, what the hell? Und hier müssen wir auch einfach Vollgas machen. Die letzten beiden Level waren richtig skurril. Also, diese Doppel-Challenge und die letzte Doppel-Challenge. Also... Hä? Ist da irgendeine Schwierigkeit, die ich jetzt nicht kapiere? Oh, aber wir haben was Neues freigeschaltet. Das Zirkuszelt. Hier kann man Münzen ausgeben, um an Events teilzunehmen. Ich muss 350 ausgeben, um daran teilzunehmen.
Wir müssen es unter 12 Sekunden schaffen. Okay, wir müssen einfach nur mit Vollgas ins Ziel. Also wir können uns Sekunden sparen, wenn wir weniger Retries verwenden. Okay, ich weiß nicht, was die Boxhandschuhe bringen. Aber ich glaube, wir müssen ja, wenn ich das richtig sehe, einfach nur Gas geben, oder? Das heißt, ich werde jetzt einfach ein übelstes Power-Auto bauen und den Rest einfach komplett ignorieren. Oh, verdammt. Ja, einfach hier hoch. Und dann darunter, ne? Wir fallen ja jetzt ins Ziel. Und weil uns 10 Sekunden für die Retries abgezogen werden, haben wir es in 3 Sekunden geschafft. Und was erhalten wir dafür als Belohnung? 15 Minuten lang unendliche Energie. Ich verstehe. Machen wir nicht heute. Freunde, ich verlinke euch hier oben. Sollte jemals eine zweite Folge kommen, diese hier. Und hier unten, falls ihr noch mehr Bad Piggies sehen wollt, den ersten Part von meinem damaligen Bit Piggies Let's Play. Danke fürs Zuschauen.